Obwohl unser Universum weitgehend leer ist, bietet es uns ein wunderbares Schauspiel, wenn wir am richtigen Ort mit der richtigen Ausrüstung hinschauen und es schaffen, das Geschehene richtig zu interpretieren. Wir können Feuerwerke sehen, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind und verstehen, warum, wann und wie sie geschehen sind. Es ist wirklich erstaunlich, wie weit wir uns von einer Menschheit entfernt haben, die noch vor ein paar Jahrhunderten ein astronomisches Ereignis für den Zorn der Götter hielt. Im vergangenen Februar beobachteten Astronomen am Zwicky-Observatorium in Kalifornien einen sehr hellen Lichtblitz. Dieses Phänomen, welches später den Namen AT2022-CMC erhielt, war mit vielen Fragen behaftet. Ja, solche Lichtblitze sind für Astronomen nicht neu. Viele solcher Ereignisse wurden bereits entdeckt. Gammastrahlenausbrüche, Supernovas, aber das hier war was anderes. Denn diese einzelne Eruption, die 8,5 Milliarden Lichtjahre entfernt ist, strahlt mehr Licht aus als eine Billiarde Sonnen. Es ist wirklich sehr schwierig, diese Größen zu verstehen und wahrzunehmen. Und wenn wir von 1000 Billionen Sonnen sprechen, ist das eine gigantische Energie. Deshalb begannen Astronomen aus der ganzen Welt zu untersuchen, wo, wann und wie dieses Ereignis stattfand. Kürzlich wurden in der Nature-Zeitschrift zwei Studien zu diesem Thema veröffentlicht, die als Entdeckung einer extremen Gezeitenstörungsereignis betitelt sind. Ein Gezeitenstörungsereignis, Tidal Disruption Event, ist ein astronomisches Phänomen, das auftritt, wenn ein Stern nahe genug an ein supermassereiches schwarzes Loch herankommt, um durch die Gezeitenkraft des schwarzen Lochs auseinandergezogen zu werden, was als Spaghettifizierung bekannt ist. Dem Team zufolge stammt dieser Lichtblitz aus der Akkretionsscheibe eines supermassiven schwarzen Lochs. Und was noch interessanter ist, ist, dass diese Explosion direkt auf unsere Erde gerichtet war. Diese enorme Energie, gerichtet auf uns. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, was passiert wäre, wenn nicht 8,5 Milliarden Lichtjahre zwischen uns gelegen hätten. Dem hätte kein einziges Organismus entkommen können. Es ist also ein sehr weit entferntes Ereignis. Zum Glück. Schätzungen zufolge handelt es sich um das am weitesten entfernte Ereignis dieser Klasse, das jemals entdeckt wurde. Natürlich ist ein solch helles Ereignis eine gute Nachricht für Astronomen, denn je mehr Licht, desto mehr Daten. 21 Teleskope auf der ganzen Welt erfassten dasselbe Ereignis und verglichen es dann mit früheren Entdeckungen von Supernova und Gammastrahlen, aber nur eine Übereinstimmung war erfolgreich. Auch hier war die Richtung auf die Erde gerichtet, aber es handelt sich um ein viel schwächeres Ebbe- und Flutverzerrungsereignis. So haben die Astronauten herausgefunden, wie es passiert ist. Wahrscheinlich haben wir das schwarze Loch, aus dem dieses Ereignis stammt, genau zwischen den Mahlzeiten getroffen. Anders gesagt, ein schwarzes Loch verschlingt ein oder mehrere Objekte und Sterne um sich herum. Bei dieser Fütterung werden mit dieser gigantischen Energie sehr hochenergetische Lichtblitze erzeugt. Die Fütterungsrate wird auf etwa eine Sonne pro Jahr geschätzt. Solche Ereignisse kommen natürlich häufiger vor. Der Unterschied bei diesem Ereignis ist jedoch, dass es nur wenige Wochen, nachdem das schwarze Loch begann, den Stern zu verschlingen, eingefangen wurde. Das ist ein ziemlich guter Zufall. Noch interessanter ist der seltsame Doppler-Effekt bei diesem Ereignis. Lichtwellen haben die gleiche Wirkung wie Schall. Darauf gehe ich in einem anderen Video genauer drauf ein. Entfernt sich ein Objekt von uns, werden die Wellen schwächer und breiter. Wenn es sich nähert, werden sie dichter. In dem Fall, den wir Rotverschiebung oder Redshift nennen, entfernt sich das Objekt. Im Blueshift kommt es näher oder Blauverschiebung. Wenn es zu weit entfernt ist, verschiebt sich das Licht eines Objekts in das Infrarotspektrum und wird für unser Auge mit normalen Teleskopen unsichtbar. Diese Objekte existieren für uns nicht, weil wir sie nicht sehen können. Genau deshalb ist das James Webb Teleskop ein sehr, sehr großer Vorteil. Im gewissen Sinne ist es für die Menschheit ein neues Auge, eine neue Fähigkeit. Es ist ein Werkzeug, das uns zeigt, was wir vorher nicht sehen konnten. Zurück zu AT2022. Bei diesem Ereignis gibt es keine Rotverschiebung in der Wellenlänge des Lichts. Die Photonen werden heller und heller. Der Grund dafür ist, dass dieses Ereignis, die von dem Ort, an dem sie austritt, ausgestoßen wird, sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit liegt. Deshalb sieht dieses Ereignis in unseren Augen so vielversprechend aus. Normalerweise werden solche Lichtblitze, wie eingangs erwähnt, bei Gammastrahlenausbrüchen beobachtet, die bei der Explosion eines Sterns entstehen. Gammastrahlenausbrüche sind eines der beliebtesten Ereignisse in der Astronomie.
Letzten Monat wurde sogar ein Gammastrahlenausbruch aus der Entfernung von 2,4 Milliarden Lichtjahren entdeckt. Und sie nannten ihn das hellste Ereignis aller Zeiten. Aber AT 2022 war kein Gammalichtblitz, denn es war 100-mal heller als ein Gammalichtblitz. Und als Ergebnis aller Datenanalysen und Beobachtungen kamen sie zum Schluss, dass es sich bei diesem Ereignis um das vierte seiner Art in der Geschichte und das erste seit 2011 handelte, das von Materie stammt, welches als Akkretionsscheibe eines schwarzen Lochs bekannt ist und sich mit sehr hoher Geschwindigkeit um das Ereignis dreht. Die Forscher analysierten auch das gesamte elektromagnetische Spektrum des Ereignisses und begannen, die Temperaturen und Entfernungen zu berechnen. Wie erwartet lag die Temperatur an der Quelle bei etwa 30.000 Grad Celsius. Die Galaxie, in der dieses schwarze Loch gefunden wurde, war 8,5 Milliarden Lichtjahre entfernt. Aber von dieser Galaxie ist im Moment noch nichts zu sehen, denn das Licht dieses Ereignisses hat die gesamte Galaxie in den Schatten gestellt. Man geht davon aus, dass diese Galaxie besser analysiert werden kann, insbesondere vom James Webb Teleskop, wenn sich das Licht auflöst. Dank der besseren Analyse dieses Ereignisses und der Entdeckung solcher Ereignisse wird es in Zukunft häufiger vorkommen. Wir werden besser verstehen, wie schwarze Löcher so starke und unglaublich energiereiche Lichtblitze verursachen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fähigkeit, solche Ereignisse zu sehen und zu verstehen, ein großes Talent ist. Der Punkt, den die Menschheit heute erreicht hat, darauf kann man wirklich stolz sein. Wir sprechen hier von einem Ereignis, das 8,5 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Was es ist, wie es ist, wir kommen nochmal auf schwarze Löcher zurück. Wir verstehen es vielleicht noch nicht ganz, aber wir wissen, dass es existiert. Die Realität kann manchmal allein die Existenz von schwarzen Löchern viel interessanter und spannender sein als die verrücktesten Science-Fiction-Geschichten. Deshalb glaube ich, dass der Versuch, den Kosmos zu verstehen, eine beruhigende Wirkung hat. Mal sehen, was für weitere wunderbare Entdeckungen auf uns warten. Und wie immer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.